Delta Force ist ein waschechter Canon-Film. Und das sowohl vor als auch hinter der Kamera. Natürlich großartig in der Hauptrolle Chuck Norris, Menachem Golan persönlich auf dem Regiestuhl und das Ganze dann noch bis in einige Nebenrollen tief hervorragend besetzt. Wobei teilweise auch ein bisschen seltsamer Lee Marvin, der noch mehr oder weniger den Commander der Delta Force spielt, im Alter von 62 Jahren. Weiß ich nicht, wie sehr das passt. Lee Marvin war sich damals ebenfalls noch nicht ganz besonders sicher. Aber auch die Geschichte von Delta Force ist relativ besonders, denn der Film, der 1986 produziert wurde, basiert auf einer realen Flugzeugentführung aus dem Jahre 1985, involviert außerdem dann noch die tatsächliche Geschichte des echten Delta Force Gründers. Mit nur einer klitzekleinen Sache, der ist damals 1979 bei der geplanten Geiselbefreiung gescheitert. Und Golan wollte das Ganze natürlich dahingehend umdrehen, dass dann die Delta Force am Ende von dem Film natürlich Erfolg hat und als gefeierte Helden abreisen kann, was mehr oder weniger dann zur Abreise des echten Delta Force Chefs geführt hat, der mehr oder weniger angewidert das Projekt verlassen hat. True Story. Was ich allerdings bei Delta Force ebenfalls relativ spannend finde, ist die Tatsache, dass man an dem Film irgendwie erkennen kann, wie schnell die Zeit vergeht. Ich habe den Film, glaube ich, ungefähr vor 10, 15 Jahren das allererste Mal gesehen und fand ihn damals stinklangweilig. Ein 130 Minuten langer Actionfilm, der zu einem großen Teil einfach nur in einem Flugzeug spielt und dort irgendwie zeigt, wie Leute herumsitzen und angeschrien werden, das hat mich damals einfach nicht besonders vom Hocker gerissen. Das Interessante ist aber, dass dieser Film im Jahr 2016, finde ich, noch aktueller und noch brisanter ist als damals vor 30 Jahren, wo er überhaupt in die Kinos gekommen ist. Und das, obwohl er sich mit Sachen beschäftigt hat, die mehr oder weniger in den letzten 10 Jahren vor der Produktion des Films passiert sind. Aber jetzt mal abgesehen davon, dass Delta Force als Actionfilm eigentlich relativ gut funktioniert, dass Chuck Norris ein hervorragender Leading Guy ist in dem Film und dass es sehr wohl zahlreiche Action-Szenen dann vor allem natürlich im letzten Drittel des Films gibt, die ich irgendwie damals dann offensichtlich schon verdrängt habe, aber dass diese Action-Szenen wirklich gut gemacht sind, dass es da einiges gibt, wo Golan, finde ich, wieder einerseits sein Talent als Regisseur unter Beweis stellt, beziehungsweise natürlich auch als Produzent, der aus möglichst wenig Geld möglichst viel Effekt rausholen kann, aber das, was mich dann im Endeffekt bei dem Film jetzt am meisten beeindruckt hat, ist die Tatsache, dass der Film auch thematisch relativ gut aufbereitet ist und auch thematisch für die heutige Zeit eine Menge zu bieten hat. Immerhin sind die Kernthemen von Delta Force Terrorismus, Antisemitismus und Entführungen bzw. respektive Flugzeugentführungen. Und all das sind Elemente in dem Film, die wirklich ausgewälzt und die wirklich ausführlich erzählt werden. So weit, dass man eigentlich nur sagen kann, sie waren ein persönliches Anliegen der Macher. Ganz besonders die groß ausgewälzte Antisemitismus-Thematik in dem Film, die ganze Terrorismusgeschichte, die einfach heutzutage wirklich brillant und brisant dargestellt werden. Selbst für die heutige Zeit, selbst 30 Jahre nachdem dieser Film in die Kinos kam, ist er einfach immer noch passend. Der Film würde natürlich als reiner Actionfilm wesentlich besser funktionieren, wenn er kürzer wäre als 130 Minuten, aber man merkt einfach, warum Menachem Golan diese Szenen und diese Elemente so weit ausgespielt hat, dass nämlich der Film einfach als mehr dasteht, als nur als rein rassiger, durchschnittlicher 0815 Actionfilm, der eben passend wäre für einen Chuck Norris. Aber auch hier kann Chuck Norris sein schauspielerisches Talent zumindest ein bisschen auspacken. Und es gibt zwischendurch noch ein paar Kleinigkeiten, die ich dann wiederum als Fan von Behind-the-Scenes-Geschichten relativ witzig finde. So beispielsweise werden die Texteinblendungen bei dem Film offensichtlich in derselben Schriftart dargestellt, wie dann teilweise die Schriftart auf den Covern der Mediabooks von Missing in Action ist. Was ich allerdings auch relativ spannend finde, ist diese Mischung aus leicht zu produzieren, aber trotzdem wirkungsvoll. Weil ein großer Teil von dem Film spielt, wie eben schon gesagt, in diesem Flughafen. Was natürlich als Set für Menachem Golan relativ einfach und dann vor allem auch relativ kostengünstig ist. Aber was auch natürlich eine gewisse klaustrophobische Atmosphäre erzeugt. Und nachdem der Film in diesen Szenen zu einem großen Teil
sowohl bei den Terroristen als auch mehr oder weniger bei den normalen Insassen bleibt, bekommt man auch eine wirklich klaustrophobische Atmosphäre und ein wirkliches Gefühl dabei, was sich bei so einem Szenario abspielen muss. Und dafür, dass der Film bereits 30 Jahre alt ist und eigentlich mit den aktuellen Situationen relativ wenig zu tun haben, finde ich, ist er da immer noch relativ passend. Mehr oder weniger vielleicht, um das zu verdauen oder nachdem man das verdaut hat, wird man dann auch noch mit sehr gut inszenierter Canon-typischer Action belohnt, sodass Delta Force in meinen Augen abschließend ein sicherlich nicht nur einer der besten Filme der Canon Group ist, sondern auch noch einer der wichtigsten, der in den letzten 30 Jahren sicherlich nichts an Brisanz und Aktualität verloren hat, sondern leider eher dazu gewonnen.